Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Jutta von JM Kreation. Ich habe heute etwas ganz Kleines, aber sehr Feines für euch. Und das Video wird kurz, es wird nicht ewig lang, aber es lohnt sich, bleibt dran, ich verspreche es euch. So, also, wir haben jetzt im Angebot der Woche ein Stanzenset mit Sprechblasen. Und die sind gestitcht, da gibt es eine etwas länglichere, eine fast runde und eine nicht ganz quadratische. Das ist natürlich jetzt im Echt ein bisschen größer, wie sie da vorne drauf sind. Die haben die Nummer 00606. Und passend dazu habe ich euch ein Stempelset gemacht. Und da ist was Besonderes dabei und die zeige ich euch jetzt. Also wie immer bekommt ihr dann die Platte. Das EZ-Mount bekommt ihr automatisch dazu. Ihr könnt euch das montieren und ich zeige euch mal, ich habe das ja immer so gemacht, dass ich mir eine Platte nehme, eine Folie, mein Gott, und da klebe ich mir komplett das ganze Teil drauf und dann kann ich immer wieder mir diese herausnehmen, so wie ich sie brauche und sehe dann auch, wenn was fehlt oder wenn irgendwas rumliegt, zu welchem Stempelset das gehört. So. Und da habt ihr jetzt schon die erste Besonderheit gesehen. Ich zeige euch jetzt mal, ich habe die Stempel mal das abgestempelt und dann erkläre ich es euch. Also, ich habe jetzt nur mal die viereckigen, die viereckig sind sie, ne, die rechteckigen abgestempelt und ihr könnt die Texte da drin austauschen. Ihr könnt die Texte innen drin auch separat verwenden. Und ihr könnt dann natürlich das Ganze auch noch ausstanzen. Da habe ich es jetzt mal mit dem Rand gemacht, also mit dem Stempelrand. Und hier habe ich dann zum Beispiel auf dem rosa-rote habe ich den Stempelrand einfach weggelassen. Also ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Sache untereinander zu kombinieren. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich, ich nenne das jetzt mal Stempel in Stempel gemacht. Ihr könnt quasi hergehen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal am dem viereckigen, was ich da gemacht habe, an dem rechteckigen, was ich gemacht habe. Ihr könnt den Rand rauslösen. Ihr könnt also, wenn ihr stempeln wollt, nur den Rand stempeln und euch von irgendeinem anderen Stempel, Textmotiv, auch von anderen Firmen und so weiter, das da reinstempeln. Ihr könnt das Teil hier drin aber mit drin lasse und könnt auf einmal abstempeln. Was ihr aber auch machen könnt, dürft, wollt, sollt, man kann das Innenteil rauslösen und kann dann 1, 2, 3, 4, 5 Varianten rausmachen, kann sich die reinlegen, so, und hat dann schon wieder einen anderen Stempel. Ich zeige euch das jetzt mal, weil bei dem, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und dann zeige ich euch das jetzt mal richtig. Also wie gesagt, hier sind dann die einzelnen Innenleben ohne Rand. Hier ist nur der Rand und hier sind die ganzen Kombinationen. Und das machen wir jetzt mal mit dem Oval. Also ich nehme als erstes mal das Oval so, wie es gehört. Oder so, wie es Grunddings ist. Und jetzt brauche ich Stempelkiste. Bei mir werden jetzt die Finger ein bisschen dreckig, weil ich putze es jetzt zwischendrin nicht alles. Aber, ups. Ihr solltet die natürlich dann zwischendrin putzen. Also ich habe jetzt das Oval mit dem Glückwunsch und das kann ich mir jetzt abstempeln. Dann kann ich das Glückwunsch auch wegmachen. Das putze ich nachher. Lege ich wieder her. Und mache mir jetzt einfach das Prost rein. So. Ne? Ganz. Mach mir das Prost rein. Ich kann jetzt auch den Rand weglassen und kann dann quasi nur das Prost stempeln. So, beim Glückwunsch, jetzt habe ich ein bisschen versaut. Beim Glückwunsch natürlich genauso. Das machen wir gerade mal noch anders. Machen wir mal nur das Lecker. So. Lecker.
So, und dann kann ich wieder das nehmen und kann mir es, bin ich überhaupt im Bild? Ja. Einfach außen rumlegen. Und dann habe ich wieder einen Text mit Sprechblase. So. Und dann könnt ihr es euch natürlich noch mit einer Standschablone, so wie ihr es hier gemacht, ausstanzen. Dann habt ihr es noch einmal ein bisschen anders. Und hier habe ich die Standschablone quasi direkt um den Spruch rumgelegt. Also ohne jetzt Wortfindungsstörungen sind schon was Dummes. Echt. Ohne den Rand. Ja? Also da habt ihr echt unheimlich viele Möglichkeiten, das alles durcheinander zu mischen. Und mich würde es mal interessieren, ob da noch an mehr solche Stempel interessierend wird, so in der Gruppe Stempel in Stempel, dass man quasi solche Kombinationen machen kann und mehr von den Stempeln hat. Schreibt mir doch das einfach in die Kommentare. Das wäre sehr schön für euch, dann weiß ich Bescheid. Das war jetzt wirklich ein Ratzwatz-Video. Und die Sache kann man ja für ganz, ganz viele Sachen verwenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, eine schöne Nacht, wie auch immer. Und hoffe, ihr schaut bald wieder rein. Bis bald. Tschüss, eure Jutta.